Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Evoland 2. Beim letzten Mal haben wir die nette Fee hier kennengelernt und lieben gelernt oder so, ich weiß noch nicht genau. Aber ja, wir brauchen sie ja um... mit diesem Baumling da zu reden, glaube ich. Aber vorher müssen wir das Ding befreien, so wie es aussieht. So. Lol. Ich glaube aber, dass das Ding uns immer noch töten will. Ich weiß halt nicht genau, wie ich darauf komme. Aber ich habe so das gewisse Gefühl, dass das Viech uns immer noch umbringen will. Dankeschön. Au. Hab ich verdient. Ich war zu nah. Es tut mir echt leid. Die kleine Fee bitte einmal raus. Bitte einmal die kleine Fee raus. Kletter wieder über Wasser. Oh. Okay, er bringt das halt immer noch um. Da hätte ich wahrscheinlich jetzt das Ding benutzen sollen. Ach nö, ich bin echt hier. Ich muss gerade auch, ich habe das Spiel halt einmal neu geschaltet, weil eigentlich wollte ich Pause machen, aber irgendwie... Oh, ich will doch wissen, wie es weitergeht. Das Spiel hat mich jetzt so richtig gecatcht, nachdem wir wirklich so ein bisschen weiterkommen, dass ich gerne wissen will, wie es weitergeht. Lass mal kurz warten, bis die Fee aufgeladen ist. Oh, damn, das geht auch. Ah, wir können ausruhen. Okay. Ich würde gerne noch wissen, wie ich die Dinger öffnen kann, ne? Das würde mich echt interessieren. So. Achso, das brauche ich ja gar nicht mehr. Jetzt macht der Haier. Hoffe ich. Ja. Kann ich jetzt hinten die Truhe öffnen? Das wäre ja cool, wenn dran stehen irgendwie würde, welche Zeit man braucht, um da reinzukommen. Da ranzukommen. Oh, hier sind aber ganz so viele Slimes, die waren vorher nicht da. Immer noch nicht, okay. Vielleicht muss ich dafür auch den Wald durchhaben. Das kann auch gut sein. Aber gut, wir werden das dann sehen. Fast wieder draufgelatscht. Das wäre nicht so schlau gewesen. Nicht so KLUK. Das Ding muss ich umbringen. Dafür brauche ich den Baum. An dem Baum komme ich, glaube ich, aber so nicht ran. Richtig? Richtig? Jetzt bin ich hier. Den kann ich doch aufheben mit irgendeinem. Ich glaube, wenn ich hier reingehe, oder? Mit dem Baum muss ich auch noch reden. Mit dem Kleinen. Zack. Nee, kann ich auch nicht. Nicht so gut. Ist vielleicht erst nicht so schlau, das Ding hoch zu machen, weil wir müssen da durch, ne? Aber wir müssen es, glaube ich, doch hoch machen. So. Na, wie können die über große Entfernungen reisen? Aber nur in ihrer eigenen Zeit. Können sie jetzt gar nicht rufen, oder was? Hey, hör zu! Hey, hör mir zu! Ich bin in einer anderen Zeit, kapiert? Kommt zu mir, wenn ihr meine Hilfe braucht. Okay. Hey, hör mir zu! Ich bin in einer anderen Zeit. Komm, wir haben eine Hilfe braucht, ja? Okay. Achso, ja, der erzählt wieder, dass Navi nur in eine Zeit geht. Warum kann ich denn hier die Zeit wechseln? Oh Leute, Baum. Der ist ja cool. Kiste. Und? Grüne Bampe. Wunderbar. Habe ich mir schon fast drauf gefreut. Nicht. Oh, er redet sogar. Das ist ja cool.
Okay, ich wollte ja nur gucken, ob er was macht, wenn er nochmal quatscht. Okay. Aber die Kiste oben geht immer noch nicht, ne? Das ist ja ein bisschen blöd, dass man das echt so auf diese Art und Weise rausfinden muss. Weg mit euch, ihr kleinen Slimes. Navi geht also nur in der mittleren Welt. Oh, nicht drauf. Na, 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 na. Cool, was bedeutet? Ah, jetzt kommen wir hier hoch, ne? Aber was bringt uns das, dass wir hier hoch können? Wir können da rüber. Also rein theoretisch. Aber rein theoretisch aber auch nicht. Das ist ja nicht das richtige Wasser. Genau. Gut, was bringt uns denn, wenn wir das Ding kaputt hauen? Ja, eigentlich nicht viel, ne? Wir kommen halt so nicht weiter da. Und Navi können wir so auch nicht rufen. Aber wenn das Ding unten ist und wir hier hingehen, dann sind wir doch in der Zeit, wo wir Navi rufen können, oder? Die kann ja bisschen, die kann noch viel weiter fliegen, ne? Jaha! Ist die Tomate jetzt auch Macho? Guck das lieber mit Navi, bevor ich die Zeit nochmal ändere. Okay, die ist auch Matsche. Da kommen wir nicht durch. Hallo? Hier ist eine Kiste. Die können wir in dieser Zeit öffnen. Okay. Würde ich gerne. Problem ist, wir kommen da so nicht hin. So. Wissen wir auf jeden Fall aber schon mal, dass wir da oben diese Kiste dann öffnen können. Uiuiui, hier geht's ja ganz schön weit noch. Hi! Hier hätte ich noch hingehen können, ne? Warum habe ich das nicht gemacht? Das weiß wahrscheinlich keiner, ne? Ja, das weiß keiner. Aber wir können den Baum schon rüberkicken. Und dann können wir da in unserer Zeit hin und dann können wir da oben hoch. Rein theoretisch, wenn wir den ja auch noch weggekickt haben. Und dann kommen wir an die Kiste ran. Vielleicht, weil da ist das Ding ja noch im Weg. Dann würde ich jetzt gerne die Zeit einmal wechseln. So. Und dann gehen wir doch einmal dahinter näher. Gucken mal, was Navi so kann. Okay, da kommen wir so nicht durch. So. Kann die nicht über Wasser? Die ist ja kacke. Warum kann die nicht über Wasser fliegen? Das macht meinen ganzen Plan so ein bisschen kaputt. Die kann die auch nicht durch, ne? Genau. Das ist ein bisschen blöd. Komme ich denn da ohne Probleme hin? Nee, ne? Da ist ja das Zeug da im Weg. Dieses Bläh. Aber wir könnten so machen und dann kann er wieder durch. Ah, oh, man kann sich nicht bewegen mit den Dingern, ne? Suboptimal.
Können wir das Ding wegschieben? Frage, Antwort. Vielleicht muss das so schon mal sein, dass wir da durch können. Hier so durch. Das ist, glaube ich, alles an sich schon richtig. Nur hier hinten, das müssen wir noch alles wegkriegen. So. Aha, die meiner Schau. Du musst rüber. Da kommen wir nicht durch. Da müssen wir auch noch irgendwie verbrennen. Hier können wir später durch mit dem Baum, glaube ich. Der war doch hier. Das heißt, wir können das Ding kaputt machen. Aber das Ding... Schön und gut schon mal, aber ich will das Ding ja auch kaputt machen. Und dafür müssen wir da irgendwie hoch. Frage ist nur, wie? Vielleicht kommt uns da gleich dann erst der Gedankensplit, wenn wir soweit sind. So. Aber wir können ja hier jetzt ja auch diese Welt nehmen, das ist ja die Pixelwelt. Und in der Pixelwelt haben wir da hinten auf jeden Fall diesen Baumschumpf, womit wir dann rübergehen können. Das ist ja schon mal was dann. Also an sich sind wir eigentlich schon so gut wie durch, glaube ich, mit dem Wald. Aber noch nicht so weit, dass ich sage, ey, wir sind durch. So. Das habe ich vergessen. So. Zack. Wunderbärchen, jetzt kommen wir unten lang. So halb. Aber wir können ja aber rüberkicken. Das können wir so machen. Wir müssen jetzt den Baum, genau, in der Pixelwelt. Jetzt können wir den Baum nämlich hier kaputt hauen. Und den da rein, dass wir rüber können. Rüber können, schön und gut. Aber ich will auch noch da hinten das eine Ding kaputt kriegen. Wie komme ich da denn hin? Wahrscheinlich hier hinten komplett das Rätsel, ne? Okay. Wir sehen in dieser Welt gar nicht diese Geister, oder? Irre ich mich da jetzt gerade? Den muss... Ah, jetzt weiß ich was. So, sieh mal einer Schau. Wir müssen den da jetzt hochkicken. Und dann easy. Wir haben es geschafft, Didi. Wir haben den heiligen Hai verlassen. Jetzt verlassen. Jetzt müssen wir nur noch in unsere eigene Zeit zurückkehren. Okay, das ist ja an sich nicht das größte Problem, denke ich mal. So, der muss halt hochlatschen. Und dann können wir ihn, glaube ich, aber nicht wegkicken. Weil der jetzt ja dieses Zeug da macht und was der böse. Oder können wir das trotzdem, weil er eigentlich in eine ganz andere Richtung guckt? Ja gut, aber wir können ja einfach hier rum, ne? Das ist ja das geringste Problem, würde ich sagen. Er kann mich one-hitten. Wenn ich dagegen laufe. Ist das sein Ernst? Ist das sein fucking Ernst? Der wird ja jetzt wahrscheinlich wieder resettet worden sein, ne? Genau. Okay, vor den Dingern trotzdem Vorsicht walten lassen, weil die Dinger ein One-Hit mit mir gegenläuft. That is very interesting. Very, very interesting. So. Zack. Lauf mal, mein Kollege, lauf. Natürlich Sicherheitsabstand einbehalten hier, ne? So. Brauchen Navi. Warte mal. Jetzt müssen wir das 3D-Welt. Nope. Ja, das kommt von unten. Ja, ja. I know. I know it. I know it. Wir müssen das Ding jetzt
Uch. Nach unten kicken. Frage ist nur, wie? Müssen wir den hier hinkicken? Geht das so? Nee. Wie kommen wir hier durch? Warum sollte ich in die 3D-Welt gehen, wenn ich hier nichts machen kann, ne? Das ist halt so meine Frage. Warum soll ich in der Welt sein, wenn ich hier nichts machen kann? Das ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn dann, ne? In der Welt bin ich halt echt eingesperrt. Der muss halt weiter nach unten. Aber ich komme ja nicht dran vorbei. Das ist ja das große Problem. Ich glaube, ich weiß wie. Die 3D-Welt ist hier nur zum Ausbessern, wenn man verkackt hat. So, dann geht der nämlich jetzt rüber. Wir gehen in diese Welt, wo wir Navi rufen können, richtig? Ich teste das einmal. Okay, können wir. Weil hier können wir hier durchlaufen. Das heißt, wir müssen nur schneller als das Ding sein. Ob das geht? Ich weiß es nicht. So. Oh, das war falsche Richtung. Das war die komplette falsche Richtung. Also muss ich echt dahinter stehen. Okay. Das ist gut sowieso. Oh, jetzt muss ich wieder in die ganz kleine Welt. In diese, ne? Okay. Okay, wir schaffen das noch, Leute. Ich weiß halt jetzt gar nicht mehr, warum wir das jetzt alles machen. Aber wir schaffen das. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass es sich echt lohnt, dass wir das, glaube ich, für eine Kiste machen, oder? Ich hoffe mal, wir machen das für eine Kiste. Denn eine Kiste sich auch lohnen würde. So. Zack. Wir sind minimal schneller, aber es könnte ausreichen. Oh mein Gott. Das ist aber knapper als knapp, ne? Jetzt bloß nicht dagegen laufen. So, und einmal die Fee rufen. Das Viech jetzt auch tot? Ja, wir gucken nochmal, was ich habe hier. Zack. Okay, ist es. Okay, es ist auch taut. Müssen wir in die Pixelwelt, weil wir können ja nur in dieser Welt dahin. Aber Problem ist, wir haben ja das Ding jetzt da stehen. Und das könnte uns da ziemlich nerven. Das könnte uns nerven. Jupp, es nervt uns auch. Wir können aber einfach rumlaufen, ne? Das wäre jetzt aber wiederum zu einfach. Aber wir müssen ja in eine ganz andere Welt rein. Wir müssen ja in der Welt sein, wo wir Navi auch rufen können. Weil wir haben mit Navi da hinten die Truhe ja auch gesehen.
Und das bedeutet, wir können mit Navi die Truhe öffnen, denke ich mal. So. Hallo Slime. Bitte sag mir, da ist was Geiles drin. Eine Navi-Karte, okay. Ja gut, unter was Geiles würde ich jetzt ein bisschen was anderes verstehen, aber... ja. Ich weiß ja leider auch gar nicht mehr, in welcher Welt wir waren. Beziehungsweise in welcher Zeit, wo wir hier hingegangen sind. Das ist etwas problematisch. Wir müssen eh da durch. Wir müssen in der Welt ja hier durch. Sonst kommen wir ja nicht rüber. So, alles weggeschletzt hier. So. Also wir können uns ja eigentlich jetzt komplett, also relativ komplett frei bewegen. Wenn ich alles durchlaufe, dann gehen die Stacheln hoch. Das heißt, ich kann nicht mehr zurück, oder? Will ich das, ist halt die Frage. Das sind ja auch die Truhen noch, ne? Oh nein, ich kann so durch. Okay, puh. Nicht zugehen, danke. Oh, da ist eine ganze Truhe, wunderbar. Ist keine Truhe, ist nur das Ding zum Wechseln, okay. Da an die ganz links würde ich jetzt rankommen. Kommen wir da denn so easy hin? Nö. No. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt wenig Lust, den Wald komplett nochmal zu machen. Weiß ja nicht, wie das euch geht, aber ich habe halt echt ein bisschen wenig Lust, den Wald komplett nochmal durchzulaufen. Finde ich ein bisschen schwierig so, dass man das so hat, dass man den Wald komplett nochmal begehen muss, also komplett nochmal durchgehen muss. Ja, ein bisschen schwierig. Tut mir leid, Freundchen. Ich kann diesen Wald nicht verlassen. Feen wie ich können außerhalb nicht überleben. Alles eine Frage der Quantenphysik. Ich kann nämlich nicht gleichzeitig in allen Zeiten und an mehreren Orten sein. Oder so ein Müll. Hey, nicht überall. Ihr wartet besser als erwartet. Ihr wart besser als erwartet. Im Wald sind immer noch ein paar Saliadadas. Aber ihr habt wohl noch was anderes zu tun. Besucht mich wieder, wenn ihr Lust habt. Tschüss. Okay. Da sind noch zwei, die man besiegen könnte. Machen wir es mal einfach nicht, oder? Also, ich will ein bisschen was erleben, eigentlich. Das ist so schön und gut, aber muss ich nicht unbedingt nochmal alles haben. Den einen hätten wir easygoing noch besiegen können, ich weiß. Aber nee. Einfach nee. Bedeutet aber auch, wir haben das nächste Fragment, richtig? Warte, ich muss eben hier so einen Haken hintermachen, was wir jetzt haben und was uns fehlt. Wir haben Flamme. Kugelschreiber, geh auf. Flamme. Haken hinter. Und wir haben Natur, Haken hinter. Heißt Kaiserreich Wikinger fehlt noch. Das ist Isis, also der Eis. Dann haben wir Erde, das ist Dämonentempel, vielleicht Dämonia. Und Zeit, Sturmtal, Magilit-Eingang. Magilit-Eingang, den könnten wir eigentlich als nächstes, oder? Alter, der gesagt, hey, willst du wirklich da rein? Aber das wäre so, glaube ich, der nächste Ansprechpartner für uns, oder? Weil Wikinger weiß ich nicht genau, welche Zeit wir da rein müssen. Und halt für das Kaiserreich, für das andere müssen wir ja einen Typen finden. Ich weiß aber nicht, wo wir den finden sollten. Aber in ihrer Zeit. Das heißt, wir sind ja eigentlich dann in dieser Zeit. Na, wir gucken mal, ob wir irgendwo noch ein paar Karten und sowas haben, dass wir da vielleicht wissen,
War der nicht damals auch auf der Brücke? Oder irre ich mich da jetzt ein bisschen? Okay, ich glaube, ich irre mich da, oder? Ich habe eigentlich gedacht, dass er vielleicht in Gnua ist, aber wo soll denn da sein? Das ist halt so die nächste Frage, die ich mich frage, ne? Was wir wirklich machen ist, könnten Sturmtal machen. Müssen aber eine andere Zeit war das, ne? Genau, hier erforscht er ja nur. Aber wir haben auch nichts Neues, ne? Was wir dem. Wir könnten ihn der Natur zeigen. Das eine Ding da oben. Eben hier könnten wir das Teil der Natur zeigen. Vielleicht hilft er uns dann oder so, wer weiß. Wir Hüter wurden von den Magelliten entdeckt. Sie glauben, sie hätten uns geschaffen, doch sie haben uns lediglich gefunden. Ihr, die ihr nach der geheiligten Kraft des Windes trachtet. Wie ich sehe, seid ihr hellwach. Doch bringt ihr mir, wonach ich fragte. Vielleicht ist das ja auch so ein optionaler Weg. Entweder würden wir bei ihr. Vielleicht hätten wir bei ihr das Fluggerät abgeben können. Hätten dann den Schlüssel bekommen. Oder wir geben das bei ihm ab. Und können dadurch dann in der anderen Zeit da mit den einen Magelliten gehen. Wir testen einfach mal den Magelliten. Also ich denke mal nicht, dass irgendwas falsch ist, weil. Klar, der hat uns einmal gefragt. Bist du sicher, dass du machen willst? Aber dann müsste dann ja irgendwie sagen. Einer unserer Gefährten müsste dann ja sagen, ich glaube nicht, dass wir damit gehen, nicht damit reisen sollten, ich glaube, wir haben hier noch was zu tun, weiß ich was. Ich denke mal nicht, dass das Game dadurch so komplett kaputt geht. Also, das wäre Schwachsinn, theoretisch. Mein Gott, ihr habt das Fragment der Natur. Manchmal würde ich mich selbst gerne von der Zeit lösen. Und wie die Nymphen. Ich weiß aber, dass das eine ewiger Kerker wäre. Was ich brauche, ist die ultimative Freiheit. Falls ihr weitere Informationen zu den Fragmenten blablabla kommt zu mir. Okay, gucken wir erstmal nach der Zeit. Bam, sind wir richtig? Ja. Okay. Es wäre irgendwie cool, wenn so die Zeit jederzeit ändern könnte. Dass wir nicht zu den Magelliten hin müssten. Würde viel, viel Zeit ersparen. Wahrscheinlich kommt mir das halt nur so vor, dass das so lange dauert und so, weil ich halt die Wege nicht genau kenne. Ich glaube, wenn ich die Wege kennen würde, dann wäre das auch was komplett anderes. Ich finde es schade, dass ich mir kein Ding kaufen kann, ne? Das wäre halt ziemlich nice, wenn ich mir ihn kaufen könnte. Von den Teilen. Ah, ne. Warum kann ich mir eigentlich nochmal das Dingsschwert kaufen? Also klar, ist ausgegraut, ja. Aber dieses Glücksteil, warum ist das eigentlich... Warum könnte man das nicht so oft kaufen? Ich habe ja auch schon, glaube ich, mit einem gequatscht gehabt, so, ne, die es hier gab. Die Dame müssen wir auch noch herausfordern. Hier haben wir keine Truhe mehr, nur noch zwei Duellleute. Schade, dass ihr keinen Gleiter habt, sonst würde er mit uns fliegen. Ja, das ist echt ein bisschen schade. Na,
Naja, der erzählt uns halt auch nur, dass das Ding da weg ist. Vielleicht. Also ich glaube da eigentlich nicht wirklich. Aber das könnte funktionieren. Ich habe da einen Gedankensplit gerade. Und zwar sagt er ja, dass es gestohlen ist. Ja klar, wir haben das damals ja auch gestohlen. Vielleicht liegt unser Frack da oben sogar jetzt noch. Das wäre so mein Plan bisher. Könnte doch ziemlich gut sein, oder? Die Idee. Und? Schade. Schade. Oh, damn. Das wäre zu schön. Aber das wäre halt echt zu schön gewesen, ne? Gibt es denn genug ein Museum, wo unser Glider drin sein könnte? Gibt es da ein Museum? Ich glaube nicht, ne? Nee, du hast auch nichts, ne? Ich kann meine Bibliotheksschiffe einfach nicht finden. Ja gut. Ja, Bibliotheksschlüssel, das haben wir alles schon erledigt gehabt, ne, soweit ich weiß. Soweit ich das weiß, haben wir das alles schon. Der ist verschlossen. Die Tür, die ist seit Tag 1 verschlossen. Bam. Das ist jetzt auch dicht. Da müssen wir auch nicht rein. Wir haben nur den Marktschenke, ne? Habe ich dann irgendwie sowas in der Art irgendwo schon mal gesehen gehabt? Ist halt die Frage, ne? Ist auch ein Haus. Kenne ich gar nicht. Hi. Oh. Ach, wie einfach es doch ist, mit einem Schmuck herzukommen. Ohne komme ich nicht mehr zu Rande. Was? Ihr habt gehört, dass Schmuck Abgase giftig sind? Aber früher oder später sterben wir doch alle. Außerdem hat er mich so viel gekostet, dass ich ihn gut ausnutzen muss. Das Smog-Herd. Schon irgendwie ein bisschen eklig, oder? Mit dem Smog. Und damit. Naja. Okay. Hier ist auch nicht. Kinder können vielleicht wissen, wo so ein. Oder eine Flugmaschine ist, wenn sie das schon irgendwo bei gespielt haben oder so, aber glaube ich eher nicht. Hier ist ja das, genau, Altersheim. Warte, ist hier vielleicht einer dabei? Lass mich in Ruhe, ich will einfach nur im Frieden sterben. Ich habe echt alles versucht. Ich habe hart gearbeitet und wäre um ein Haar Händler geworden. Und jetzt habe ich alles verloren. Das ist meine Schuld. Ganz allein meine Schuld. Warum? Warum habe ich den Vertrag bloß unterschrieben? Diese Frage stelle ich mir Tag für Tag immer und immer wieder. Meine Frau kann mir einfach nicht verzeihen. Wenn man bedenkt, dass man mir immer eingeschärft hat, Nein zu Händlern zu sagen, die mir Sachen verkaufen wollen, die ich nicht brauche. Schade, ich dachte, vielleicht ist hier der. Na. Wir gucken mal in die Stadt komplett durch, so ein bisschen, ne? Also, in diesem Part werden wir jetzt auf jeden Fall nicht nochmal, nicht da hinten das Ding benutzen. Das kann ich mir jetzt schon versprechen. Lalalala. Könnte im Gasthaus, vielleicht könnte der da auch sein. Guck mal im Gasthaus nach. Was ist hier deine Dude? Nee, das meine ich nicht, der Herr Schlamassel scheint. Herr, ne, sei gegrüßt, Bürger. Was kann ich für euch tun? Achso, das. Eine große Katastrophe. Achso, ja, so, ne? Ah.
Hier vielleicht auch nicht weiter, ne? Da. Hier ist das Gasthaus. Vielleicht liegt er hier irgendwo. Wer weiß. Wer weiß. Oder sitzt hier irgendwo. Nö. Ist er hier oben? Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt schon mittlerweile älter ist, ne? Deswegen müssen wir auch mal auf so ein paar ältere. Ey, vielleicht? Nee. Schlaf. Ausgesetzt ist. Hier noch klein gedrückt, wenn ich. Hi. Bei all den Lärm und dem Märchen nebenan kann ich nicht schlafen. Warum greift ihre Mutter nicht einmal nicht ein und sagt ihnen, dass sie ruhig sein sollen? Ich glaube nicht, dass er im Restaurant ist. Also. Mal gucken können wir auf jeden Fall. Also sieht auf jeden Fall keiner so aus wie dieser. Wie der Typ da, den wir suchen. Der chillt da immer noch. Die Bibliothek ist wahrscheinlich auch noch offen für uns. Bringt uns aber auch nicht viel. Als ich klein war, habe ich oft auf der Straße von Genua gespielt. Aber nach der großen Katastrophe verwandelte sich die Stadt in einen schrecklichen Ort, in dem die Händler und der Prophet versuchten, so, ja, bring mich zum Husten und viele Bewohner sind davon krank geworden. Ah ja. Aloha! Da kann ich auch rein, weil ich der große Dexterminator bin jetzt. Nach einem langen, schweren Tag ruht sich die Mitglieder der Miliz hier in der alten Kaserne und ja, macht schon mal aus. Schon komisch, wenn man bedenkt, dass während des Kriegs vor 100 Jahren Soldaten hier lebten. Um den Krieg zu gewinnen, hatten sie bestimmt sehr fähige Leutnants. Naja. Dann die Regeln nochmal. Die sehen aber auch alle nicht so aus wie er, ne? Das ist ja das Problem. Das schade ein bisschen, das Problem. Alte kaiserliche Gefängnis wurde aufgegeben, weil es nicht mehr gebraucht wurde. 8 Kriminelle gibt es noch wie vor, jede Menge, vor allem Frailer. Vor allem Frailer. Aber sie unterzubringen und zu versorgen war zu teuer. Versteht mich nicht falsch, wir sind keine Barbaren. Wir richten sie nicht hin oder so etwas. Das wäre sowieso viel zu teuer. Nein, stattdessen schicken wir sie in den Smog. Bisher ist noch keiner jemals lebend zurückgekommen. Aber immerhin geben wir ihnen eine Chance. Vielleicht könnt die Dame uns helfen. Sieht nicht aus, als wäre hier aus der Gegend. Wenn ich euch einen guten Rat dafür geben darf, versucht in der Nähe von Anhängern oder bestimmten Mitgliedern der Leads nicht zu fraveln. Mir persönlich macht es ja nichts aus. Manche von ihnen sind aber ein bisschen übereifrig. Was man unter Fravel versteht? Ach, da gibt es eine Menge, die sich scheinen täglich noch kompromisslos zu werden. Oder was auch immer. Wisst ihr was? Sagt am besten einfach gar nichts. Ihr seht sowieso nicht besonders redselig aus. Vor ein paar Jahren den Schied zu dienen, danach will ich entsperren und dann Händler zu werden. Kann ich passieren, schickt, okay. Thank you.
Ich bin, ehrlich gesagt, nicht wirklich schlauer geworden. Aber sie wurde in den Smog geschickt. Kann man in den Smog rein? Also Smog, denke ich mal, wird halt die große Loch hier sein, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir da rein können, oder? Also es wäre komisch, wenn, aber ich würde es auch nicht das unbedingt ausschließen, wenn man es kann. Aber gut, dann werden wir im nächsten Part auf jeden Fall mal das Portal nehmen, wenn es geht. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Aber ja, soweit ist auf jeden Fall dann der Plan. Wir haben leider immer noch kein Fluggerät, was mich immer noch ein bisschen ärgert, dass wir keins bekommen. Ich denke mal, es will die Tuse da haben. Aber wie gesagt, es kann ja auch sein, dass wir dadurch jetzt diesen optionalen Weg freigeschaltet haben, dass wir hier jetzt lang können und nicht, nicht den anderen Weg sozusagen. Kann sein, dass es so zwei Optionen sind, waren. Aber gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Falls sie euch heute gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye bye.